So Leute, nachdem wir im letzten Part auch den Geistertempel abgeschlossen und Naboru befreit haben, ist es jetzt an der Zeit, dass wir uns noch um die Gerudo-Trainingsarena kümmern. Denn die kann ich jetzt komplett abschließen, dank der Silberhandschuhe und... Alter, ist es ja so heiß in der Wüste. Ist ja nicht auszuhalten. So, Gerudo-Trainingsarena, betritt nur registriert Mitglieder in Ordnung. Ist ja gut. Hab ja den Gerudo-Pass. Hallo. Das ist die Trainingsarena der Gerudo-Kriegerin. Du hast den Gerudo-Pass? Gut, dann darfst du hinein. Ein Versuch kostet 10 Rubine. Ich versuche es natürlich. Na dann, her mit den 10 Rubinen. Gib dein Bestes. Gerudo-Trainingsarena. So. Dann machen wir erstmal diesen. Machen wir gleich mal zwei kleine Schatztruhen. Mit einem Fünfer. Und Pfeile. Toll. Nur wer die Prüfungen in den verschiedenen Räumen besteht, wird unseren streng gehüteten Schatz erhalten. Richtig. Hier gibt es jetzt mehrere Räume. In die Mitte brauche ich jetzt noch nicht gehen, aber ich kann jetzt entweder nach rechts oder nach links. Ich komme nämlich dann immer auf der gegenüberliegenden Seite wieder raus und ich glaube, schlauer ist es eigentlich, wenn man links anfängt. Deswegen gehe ich jetzt auch mal to the left. Alter, voll die geilen Löwen hier. Du hast nur begrenzte Zeit, um alle Gegner zu besiegen. In dem Fall eine Minute für zwei Stahlfußritter. Das ist ja lächerlich. Vor allem, wenn man das Bigonschwert hat. Hey, komm runter von dem Felsen da. So, tot. Und tot. Und das war's auch schon. Kein Problem, also die werde ich in einem Part durchhaben, die Arena. Und wir bekommen hier sehr viele kleine Schlüssel, die wir auch alle brauchen werden. So, nächster Raum. Sammle die silbernen Juwelen, jedoch umgehe alle Fallen und Gefahren. Und das bei 1 Minute 30. Kein Problem. Bin ja nicht zum ersten Mal hier. Aber ganz ehrlich, in Master Quest ist die Gerudo-Trainingsarena auch ein bisschen fieser. Ja, na gut, hier gibt es auch schon Feuerwände, aber trotzdem. Die haben sogar in Master Quest auch die Trainingsarena verändert. Also was die Aufgaben in den jeweiligen Räumen anbelangt, ist die da auch ein bisschen anders aufgebaut. Oh Mann. Warum sind hier schon wieder diese dämlichen Felsen? Die sind so nervig. Ja, Deckengrabsche auch, wenn man sich ein bisschen zu lange Zeit lässt und... Autsch! Mann, pass auf, wo du hinrollst! Na bitte, das war's auch schon. Tür ist offen. Hier gibt's mal keinen Schlüssel, aber macht nichts. Nächster Raum. Ohne die rechten Hilfsmittel wirst du vor unlösbaren Aufgaben stehen. Schnauze. So, es sind jetzt ein paar Wölfe, die ich alle erledigen muss. So, nächster Schlüssel bitte. What the fuck? Wie oft bekommt man hier bitte Pfeile? Man kriegt ja voll viel Pfeile. Ich kann eh schon 50 tragen, ist egal. So. Na, wenn ich jetzt die Silberhandschuhe noch nicht hätte, würde ich hier schon nicht mehr weiterkommen, weil ich ja den Block nicht verschieben kann. Der mit den Helden aus Silber wird den großen Block verschieben können. Das ist ja gut für mich. So, jetzt ist hier aber allerdings die Tür zu. Aber es gibt hier noch ein kleines Geheimnis. Diese Tür hier ist natürlich fake, aber... Was haben wir denn da?
Voll fies. So, jetzt ist die Tür offen. Jetzt gehen wir aber auch nochmal zurück. Und gehen eben genau erstmal in den Raum hier. Den Spiegelschild selber braucht man hier drin eigentlich nicht. Aber da der cool aussieht, habe ich den jetzt einfach mal ausgerüstet gelassen. Ist eigentlich auch völlig egal. So, und oh, oh, oh. Vor allem können Raubschleimer den Spiegelschild ja nicht verschlucken. Deswegen ist es mir auch egal, wenn die mich kurz ein bisschen auslutschen. So. Missgeburten. Wie kann man nur so hässlich sein? Unfassbar. Ernsthaft. 200 Rubine mal wieder, von denen ich nichts habe, weil ich die ganze Zeit immer noch mit 500 rumlaufe. Und ein Fünfer. Oh, Beißfalle. Ist das fies. So, sagt man sich, hä, was soll die Scheiße, aber... Bisschen verdächtig. Schon wieder eine unsichtbare Truhe. Was soll denn das? Da haben wir unseren kleinen Schlüssel. Wieder einen Raum geschafft. Und jetzt geht's hier oben weiter. So. Find's ein bisschen komisch, da unten ist Lava. Aber in dem Raum ist es offenbar nicht so heiß, dass das Link jetzt die Kronenrüstung unbedingt bräuchte. Dafür ist es wahrscheinlich zu wenig. So. Schon wieder eine geschlossene Tür und hier hole ich mir mal die Eulenstatue her, wollte ich schon sagen. Ich bin hier nicht bei Majora's Mask. Es ist natürlich die... Vogelscheuche. Wie komme ich jetzt auf Eulenstadt? Da bin ich schon wieder komplett durcheinander mit meinen Gedanken. Wie war das noch? Ah ja. So. Und erstmal nach unten. Blende die Augen der Statue. Na, wenn es weiter nichts ist. Das war ja leicht. Was ist das überhaupt für eine hässliche Statue? Voll die Zyklopen. Und Schlüssel Nummer 3. Die Vogelscheuche ist jetzt einfach nur dafür da, dass ich nicht nochmal den ganzen Weg drumherum laufen muss, sondern dass ich hier gleich wieder rauf kann. Und dann geht es noch in diese Tür rein. Denn hier drin haben wir gleich den nächsten Schlüssel. Aha, aha. Wird sich gemerkt. Guckt mal hier nach unten. Wir sind jetzt quasi oberhalb der großen Schatztruhe, wo sich eben bereits der Schatz der Gerudos verbirgt. Und, lol, kurzer Kamerabug. Irgendwie, guck mal, wenn ich hier so gucke, ist die Tür da unten da mit dem Schloss. Wenn ich mich weiter rüber drehe, ist die Tür weg. Sehr komisch. Na gut, 4 Schlüssel haben wir schon, aber das wird nicht reichen. Weil dieser riesige Raum da unten hat sehr, sehr viele Türen. Da brauche ich jeden einzelnen Schlüssel. Ich glaube, es gibt nur 2 von den ganzen kleinen Schlüsseln, die man nicht unbedingt braucht, um da ranzukommen an die große Truhe. Die sind optional, aber ich hole mir natürlich sowieso alle. So. Jetzt brauche ich hier erstmal Stahlhammer. Findet das Geheimnis in diesem Raum. Das Geheimnis ist, dass ihr alle scheiße seid und sterben werdet. So. Oh. Augenschalter, hm? Digga, er macht Auge. Zack. So, andere Tür ist auch offen. Und jetzt war ich, glaube sogar hier. Ja, genau. Feuer gelöscht. Hier gibt's
Pfeile mal wieder. Toll. Und hier gibt's den nächsten Key. Oh yeah. Jetzt haben wir schon 5. Weiter geht's. Überquere den feurigen See. Und sammle dabei alle silbernen Rubine ein, ohne in die Lava zu plumpsen. Und hier ist auch nicht zu heiß. Komisch. Okay, hier brauche ich jetzt wieder meinen Enterhaken. Jetzt muss ich nur aufpassen, ich habe ja die Gleitstiefel noch gar nicht. Aber die braucht man hier eigentlich auch nicht unbedingt. Das geht auch, wenn man hier immer mit einer Rolle vorwärts rüberspringt. Dann geht das schon. Und hier kann ich mir übrigens Zeitblöcke erschaffen. Das mache ich auch mal. Jetzt komme ich nämlich da oben rauf. Und guckt mal, was da rumliegt. Einfach ein weiterer kleiner einsamer Schlüssel. So, und wenn ich da lang gehe, käme ich auch in diesen Raum mit den vielen Türen, aber von der Seite aus gesehen ist das nicht so schlau. Deswegen mache ich das auch noch nicht. So, ups. Wow. Bloß nicht daneben springen, Link. So, und jetzt muss ich irgendwie so da drüben noch das Feuer löschen. Zack. So, Feuer ist aus. Und jetzt, am besten hier rauf. Und von hier dann, schwuppdiwupp. Ja, geil. So, jetzt ganz schnell nach da oben, weil das Feuer geht gleich wieder an. Puh. Das war knapp. Wir haben das gesehen. Ganz ohne Gleitstiefel, die würde ich ja erst im Schattentempel bekommen, aber pff, wer braucht die schon? Die Gerudo-Trainingsrunde ist so ausgelegt, dass man die Gleitstiefel nicht braucht, um das wirklich zu schaffen. Und jetzt geht's mal in diesen Raum hier. Hier kriegen wir nämlich den nächsten Schlüssel. Sammle alle silbernen Steine, die du im Wasser finden kannst. Jetzt werden wir uns kurz mal umziehen. Zora-Rüstung. Und die Eisenstiefel brauche ich auch. So. Und auf Tauchstation. Jetzt muss ich nur aufpassen, hier unten sind einige Killermuscheln. So, ersten Rubin habe ich gerade eingesammelt. So. Okay, es sind insgesamt 4 Killermuscheln, das geht. Und tot, so. Schon besser. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier mit Hilfe des Enterhakens mich immer da so ranziehe und im Vorbeiflug die silbernen Rubine auch mitnehme. Da muss man sich richtig hinstellen. Das ist jetzt ein bisschen nervig, der Raum hier. So. Das müsste klappen. Ja. Sehr gut. Bisschen schade finde ich, dass es hier in der Trainingsarena auch wieder dieselbe Musik spielt wie in Dodongos Höhle. Finde ich ein bisschen schade. Da hätte es auch ruhig was anderes spielen können. Aber das soll halt wieder ein bisschen, ja, bedrohlich wirken oder so. Oder so von wegen, ja, jetzt wird's ernst und so. Ah, da oben haben wir ja noch einen. So, dafür ziehen wir die Stiefel wieder aus und treiben hier an die Decke und schwimmen einmal im Kreis. Das müsste jetzt eigentlich auch schon der letzte sein. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Dankeschön. So, das war der ganze Wasserraum hier. Und jetzt kriegen wir schon unseren 7. Schlüssel. Noch nie zuvor haben wir so viele Schlüssel auf einmal gehabt. So. Ja, stell euch mal vor, Link weiß nicht, welcher Schlüssel für welche Tür passt. Zum Glück ist das in dem Spiel ja hier scheißegal. So, jetzt wieder umgezogen. Gut. Jetzt will ich noch darüber. Und dann geht's hier durch diese Tür. Du hast eine begrenzte Zeit, um alle Gegner mal wieder zu besiegen. Aha! Wow. So, hier, fangen. Ups. Na, das war ja lächerlich. Die haben einfach keine Chance gegen das Bigaron-Schwert. Das ist einfach zu stark. Und der 8. Schlüssel. Das ist ja nicht zu aushalten. So.
So, und ich glaube, jetzt sind wir eigentlich auch schon einmal rum. Genau. Da drüben links bin ich losgegangen, hier komme ich wieder raus und jetzt geht's in die goldene Mitte. Bemühe dich mit ganzer Kraft, alle Schlüssel zu erhalten, damit du dir unseren streng gehüteten Schatz verdienst. Ja. Und um jetzt da hinzukommen, in die Mitte, muss man unbedingt mit der linken Tür anfangen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt hier noch einen Schlüssel, und zwar da oben, weil diese Decke hier, das eine Stück hier ist fake. Ja, kann man mit dem Auge der Wahrheit dann erkennen. Weil das ist jetzt die Truhe, die wir davon gegenüber gesehen haben, und hier ist noch ein letzter Schlüssel drin. Und jetzt haben wir alle. Jetzt habe ich nämlich wieder 8. So, und jetzt die anderen ganzen Kleintruhen haben jetzt, glaube ich, wieder nur so Sachen wie Pfeile oder Rubine oder so. Und jetzt arbeiten wir uns Schritt für Schritt, Stück für Stück zu unserem Hauptgewinn vor. So, 50er, voll unnötig. Warum kriegt man hier Geld, Leute? Warum kriegt man hier Geld? Das ist so schwachsinnig. Darum habe ich doch gar nicht gebeten, aber bitte, ich mache hier trotzdem alles auf. So, 20er. Nächste Tür. Noch eine Truhe. Pfeile mal wieder. Toll. Kann ich ja bald einen eigenen Laden aufmachen, der Pfeile verkauft. Mann, Mann, Mann. So, und die letzte Tür. Und zwei Schlüssel bleiben übrig. So, und jetzt passt auf, was wir hier bekommen. Es ist so geil und dennoch so unnötig irgendwie, weil es komplett optional ist. Die Eispfeile. Triffst du dein Ziel, wird es einfrieren. Diese magischen Pfeile darf nur der verschießen, der das Kampftraining der Gerudo-Kriegerin bestanden hat. Wähle deinen Bogen aus und bestätige die Wahl, um zur Auswahl der Pfeile zu gelangen. Such deinen Pfeiler aus und verwende diesen mit deinem Bogen. Ja, Leute, die Eispfeile. In Ocarina of Time irgendwie komplett nutzlos, weil man die absolut nicht braucht, um das Spiel durchzuspielen. Ganz im Gegensatz zu Majora's Mask, wo man ja auch mehr damit machen kann. Da kann man ja noch Eisschollen erzeugen und Wasserfälle einfrieren und so. Das geht hier alles gar nicht. Aber trotz alledem habe ich die jetzt halt. So hier. Eispfeile, Magiekosten gering. Pfeile mit der Macht magischen Eises. Frieren Objekte bei Kontakt sofort ein. Und die werde ich dennoch verwenden im Bosskampf im Schattentempel. Weil da, ja, wenn man die hat, ist das ganz interessant. So, jetzt gehe ich aber trotzdem noch auf die andere Seite, weil hier noch Truhen sind. Die möchte ich ganz gerne noch mitnehmen. Die haben, wie gesagt, dadurch, dass die meisten Spieler den Schattentempel vor dem Geistertempel machen, in der Regel. Und das habe ich früher eigentlich so gut wie auch irgendwie immer gemacht. Bis auf ein paar Mal. Also ich habe auf der N64 privat früher auch das ein oder andere Mal den Geistertempel vor dem Schattentempel gemacht. Weil ich irgendwann einfach mal gecheckt habe, dass das tatsächlich geht. Und naja, es ist halt wirklich interessant, wenn man dann gegen diesen einen Boss im Schattentempel kämpft, dass der auf die Eispfeile sogar reagiert. So, kriegen wir nochmal Krabbelminen, die man hier drin überhaupt nicht braucht. In keinem einzigen Raum haben wir hier jetzt Krabbelminen benötigt für irgendein Rätsel. Und nochmal Pfeile, ja, sag ich doch. So, und wie gesagt, hier dieser Durchgang führt uns in den Raum mit dem Lavasee, wo hier dieser eine kleine Schlüssel rumgelegen hat. Also da käme man auch leichter so an den Rand, aber mit den Zeitblöcken ging das ja auch. Ja, das war's. Gerudo Trainingsrennen ist fertig und genau einen Part abgeschlossen. So habe ich mir das auch vorgestellt. Richtig super. Ja, dann, was können wir denn jetzt noch machen, bevor wir Schattentempel machen? Oder sollen wir überhaupt... Na, wie gesagt, ich habe jetzt insgesamt 84 goldene Skulpturas, also 16 fehlen jetzt immer noch. Und da fällt mir auch gerade noch was ein. Ich will mal erstens hier raus, natürlich. Wo ich zum Beispiel noch nicht alle habe, ist in den verlorenen Wäldern. Und deswegen möchte ich da jetzt noch mal ganz kurz hin. Mit dem Menuett des Waldes.
Ich meine, hallo? Hab ja gesagt, ich hole alles Kultur aus und deswegen muss ich natürlich alle holen. So, hier drin. Ja, hier gibt es wieder so ein Loch, aber ich glaube, da sind auch wieder nur Deko-Händler drin, also das ist uninteressant. So, wir können ja eigentlich trotzdem auch mal die Eispfälle bei diesem Trottel da ausprobieren davor, ne? Jetzt habe ich die gerade ausgewählt. So. Achtung! Alter, wie geil! Voll eingefroren! Oh, aber der hat das überlebt, der Penner. Gleich nochmal! Wenn er eingefroren ist, komme ich an ihm trotzdem sogar vorbei. So, zwei Eispfälle waren zu viel für den Dicken. Ja, ich meine, es ist ganz nett, wenn die Gegner dadurch bewegungsunfähig werden. Wenn sie eingefroren sind. Und irgendwie sieht es ja schon geil aus. Hier, hier. Auf Eis gelegt. So, und irgendwo hier ist jetzt auch eine goldene Skulptur bei Nacht. Ich glaube, ja, gleich hier drüben. Gleich hier drüben. Die hätte ich mir eigentlich sogar schon holen können, als sie mit Waldtempel fertig war, aber ist ja wurscht. Jetzt habe ich sie ja. Und dann gibt es aber noch wo eine, wo wir eine Wundererbse gepflanzt haben, da wo es zu dieser Waldbühne geht. So, hier kann man sich sogar die Vogelscheuche herholen. Das heißt, wenn man wieder mal hierher käme und von der anderen Seite müsste man da nicht nochmal eh schon wissen. So, ich glaube hier unten. Habe ich hier unten eigentlich schon mal drin? Ich glaube schon, oder? Ich muss nochmal kurz testen. Ja, hier waren wir schon. Okay. War ich mir jetzt nicht mehr sicher. Naja, war ja sowieso nur Geld. So, wo war denn das jetzt? Ah ja, genau hier. So, Schwebepflanze bringt mich hier oben hin. Einfach nur, damit man an diese Skulptur rankommt. Und da, 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 so, Karte bitte. Kokiriwald. Ja, habe ich. So, jetzt könnt ihr das mal hier unten kurz sehen. Immer wenn ein Skulptur-Symbol neben dem Ortsnamen steht, haben wir in diesem Gebiet alle goldenen Skulpturen gefunden. Ich habe alle im Kokiriwald. Ich habe alle in den verlorenen Wäldern. Ebenfalls alle auf der Ebene von Hyrule. London fehlt noch, weil ich da den Boomerang brauche. Marktplatz fehlt auch noch. Hyliasee ist komplett. Gerudo-Tal ist komplett. Gerudo-Festung ist komplett. Und Gespensterwüste ist auch komplett. Kakariko fehlt, glaube ich, noch eine. Todesberg haben wir auch alle. Und bei Zoras Reich fallen mir noch zwei ein. Deswegen. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Ja, gut, Kakariko. Komm, wir machen dann im nächsten Part vielleicht doch schon mal den Schattentempel klar. Aber vorher, wie gesagt, nochmal hier ganz kurz jetzt Nocturne des Schattens. Es ist ja auch irgendwie interessant, dass der Schattentempel der einzige Tempel im ganzen Spiel ist, den man wirklich ausnahmslos nur mit einem Teleportlied erreichen kann, weil der hier oben ist, der Eingang, da unten geht's hin und der kommt hier oben nicht rauf. Solange man dann jetzt nicht irgendwelche Glitches oder so benutzt und... Ey Leute, eine Sache ist mir jetzt auch nochmal eingefallen, weil ich jetzt gerade hier bin. Ich muss ja leider noch einmal... gegen Boris antreten und im Rennen unter einer Minute ins Ziel kommen, damit ich dann noch ein Herzziel gewinne. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Schnauze. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Problem ist nur, ich muss es tun, deswegen warum machen wir es nicht gleich jetzt noch in dem Part? Ich werde es zumindest versuchen. Ich finde, das ist mitunter eines der schwierigsten Herzteile im ganzen Spiel. Dieses blöde Rennen, weil da darf mir absolut kein Fehler passieren. Ich darf kein einziges Mal in so eine blöde Flamme reinlaufen, weil sonst bin ich gefickt. Das geht auch nur, nachdem man den Fanghaken hat. Also man muss ein zweites Mal gegen ihn antreten. Hehe, Junge, bist du gut zu Fuß? Ja, ja, natürlich. So.
Man kann auch hier sonst keine anderen Hilfsmittel verwenden, mit Ausnahme des Enterhakens, den ich ganz am Ende benutzen könnte, um mich an eine Fackel ranzuziehen, um ein paar wertvolle Sekunden zu sparen. So, wie gesagt, bloß nicht in eine Flamme reinlaufen, weil dann fällt Nick auf die Fresse und verliert wertvolle Zeit. Ich weiß auch gar nicht, ob man es dann überhaupt noch schaffen kann, wenn man auch nur in eine Flamme reinläuft. Deswegen muss man da echt aufpassen. So, jetzt passt mal auf. Haha. Cooler Trick, oder? Und jetzt bin ich in 58 Sekunden im Ziel. Ich glaube, man kann es auch ganz knapp mit viel Glück auch ohne schaffen, aber das war es mir jetzt wert. So, Typi. Die Zeit beträgt 58 Sekunden. Du bist ja wieder da, Junge. Hat dir mein Geschenk etwas genützt? Nö, weil jetzt habe ich ein besseres. Na, dann verpisse ich mich, so. Und da haben wir unser Herzteil für einen weiteren Herzcontainer. Geil! Jetzt haben wir 18 Herzen. Und Herzcontainer können wir ja gar keine mehr bekommen. Bis auf... Nee, doch, wir kriegen sicher... Hallo Leute, sicher, wir kriegen ja noch aus dem Schattentempel noch einen. Und das bedeutet, mir fehlen nur noch mehr 4 Herzteile. Geil! Richtig super. Nur noch 4 Herzteile. So, und jetzt noch zu dieser einen goldenen Skulptur in Kakariko. Das ist interessanterweise auch die einzige, die man nur als Erwachsener Link bekommen kann. Ja, warte mal, der Typ da. Der Typ da, ich glaube, bei dem war ich noch gar nicht hier auf dem Dach. Wenn man den nämlich anquatscht, schenkt er euch auch einfach so ein Herzteil. Hallo. Hey, schön dich hier zu sehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Einfach so, Herzteil. Dankeschön. So, und mit dem Enterhaken muss ich jetzt auf das Hausdach da ganz hinten drauf, da wo Impa eigentlich wohnt. Ich glaube, das erfährt man sogar von so einer Wache da drin, dass das wirklich ihr Haus ist, weil, guck mal, da hinten, da versteckt sich eine goldene Skulptur. Die ist nur nachts da und auch nur als Erwachsener Link und tot. Sehr schön. So, Karte. Ja, Kakariko, alle Skulpturen ist gefunden. Alle anderen gab es ja als junger Link hier zu holen und ja. Leute, das war's für den Part. Dann machen wir wieder Tag. So, gut, das war's dann. Im nächsten Part würde ich vorschlagen, gehen wir wirklich schon mal in den Schattentempel rein, einfach damit wir den dann auch schon mal, dass wir den schon mal komplett haben. Und jetzt habe ich 87 Skulpturas, also dürfen wir nicht vergessen, im Schattentempel gibt es ja auch noch welche. Und ja, die restlichen halt, wie gesagt, im Zaurersreich weiß ich, dass ich da noch eine nicht geholt habe, weil die kriegen wir auch erst mit den Silberhandschuhen und eine andere müsste neben dem gefrorenen Wasserfall sein in der Nacht. Ja, du hast den nocturnen Schatten von Schiegel, warum spielst du sie nicht? Weil ich sie... Ach komm. Mach mal einfach nochmal. Wenn unsere Feenpartnerin nicht mehr was zu meckern hat. Also ihr habt gesehen, das ist ein cooler Trick. Wenn man den Enterhaken hat, kann man sich am Ende an diese eine Fackel ranziehen, dann spart man wertvolle Sekunden. Ich glaube, ohne hätte ich es dann eigentlich eh nicht geschafft. Also, ja. Deswegen habe ich auch absichtlich darauf gewartet und habe mir das Herz jetzt geholt. Hat direkt geklappt. Richtig geil. So, das heißt, es fehlen eigentlich nur noch mal 3 Herzteile und ich weiß auch ganz genau, wo die sind. Ich kriege nämlich 2 Herzteile von den Fröschen. Da muss ich aber allerdings als junger Link wieder hin zum Zora-Fluss. Und eines gibt es auch noch irgendwo in der Höhlianischen Steppe, auf der Ebene von Hyrule. Aber das kann ich mir auch später holen. Also Leute, bis zum nächsten Mal, dann geht's ab in den wohl gruseligsten Dungeon überhaupt. Noch schlimmer als der Grund des Brunnens ist nur der Schattentempel. Also freut euch schon mal drauf. Tschüss!